Was genau ist ab 1. April erlaubt? Wir machen eine Stichprobe in München und Leipzig. Was ist denn schon bekannt? Dass man es in der Öffentlichkeit rauchen darf. Dass man legal anbauen kann und dann auch verkaufen kann. Nicht ganz. Erwachsene dürfen bis zu 50 Gramm sogenanntes getrocknetes Pflanzenmaterial zu Hause haben und bis zu 25 Gramm in der Öffentlichkeit. Kauf und Verkauf von Cannabis als Genussmittel bleiben aber verboten. Deshalb müssen Konsumenten selbst zu Hause züchten. 3 weibliche blühende Pflanzen sind pro Person erlaubt. Ab Juli können Interessierte auch einer Anbauvereinigung beitreten. Die sogenannten Cannabis-Clubs verteilen ihre Ernte an maximal 500 Mitglieder. Konsumieren dürfen diese vor Ort aber nicht. Florian Opper ist Anwalt für Wirtschafts- und Strafrecht und hat früher als Strafrichter Fälle zum Betäubungsmittelgesetz verhandelt. Ob man den großen Wurf mit diesem Gesetz letzten Endes jetzt vollbracht hat, das wage ich zu bezweifeln, weil es verbleiben immer noch Bereiche, in denen Restriktionen, in denen Verbote bestehen, Altersbeschränkungen und, und. Wie viel sind denn eigentlich 50 Gramm Cannabis? Das erfahren wir in Dresden. Hier wächst Cannabis bereits seit rund 2 Jahren, ganz legal und in großen Mengen, zu medizinischen Zwecken. Geschäftsführer Adrian Fischer zeigt uns das mal. Diese Menge wäre genug für mindestens 160 Joints. Bis zur erntefähigen Blüte dauert es nach der Aussaat allerdings eine Weile. Das ist eine Bobakusch, da sind wir 63 Tage in der Blütezeit und noch mal 3 bis 4 Wochen vorher in der vegetativen Phase, also wo die Pflanze einfach wächst, bevor sie Blüten ausbildet. Die ersten legalen Ernten gibt es nach ca. 3 Monaten. Führt uns zu der Frage, wo bekommen Konsumenten bis dahin ihr Cannabis? Ich weiß gar nicht, ob es sogar solche Points gibt oder solche Cafés. Aus dem schwarzen Markt dann erstmal? Stimmt. Denn auch die Cannabis-Clubs gibt es in Deutschland ja erst ab Juli. Aber wenn es soweit ist, bleibt die Frage, ab wann ist Cannabis gefährlich? Die Psychologin Dr. Eva Hoch beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den Auswirkungen von Cannabis. Ihr Ergebnis? Je früher man im Leben Cannabis konsumiert, desto größer ist das Risiko für eine Abhängigkeitsentwicklung oder auch für psychische Erkrankungen, beispielsweise Psychosen, Angsterkrankungen und auch für Einbußen im Bildungserfolg. Unabhängig vom Alter stehen aber jetzt die Arbeitgeber in Deutschland vor einer Herausforderung. Denn ist es künftig erlaubt, bei der Arbeit zu konsumieren? Nein. Das ist ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich trinkt man auch auf der Arbeit ein Bier. Also ich als Arbeitgeber würde es jetzt wahrscheinlich nicht erlauben. Grundsätzlich dürfte ich es, aber da gilt im Prinzip dasselbe wie für Alkohol. Ich schulde meinem Arbeitgeber meine volle und ungetrübte Arbeitskraft. Und wenn eben der Konsum von Cannabis oder Alkohol dazu führt, dass das nicht mehr gegeben ist, dann mag das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, Abmahnungen etc. Auch in der Freizeit ist Vorsicht geboten. Zu Hause gibt es zwar keine Einschränkungen, aber rund um Schulen, Kitas, Spielplätze und öffentliche Sportstätten ist der Cannabiskonsum in einem Radius von 100 Metern generell verboten. Hinzu kommt, in Fußgängerzonen darf laut neuem Gesetz zwischen 7 und 20 Uhr nicht gekifft werden. Und wie sieht es mit Teilen aus? Dürfen Konsumenten ihr Cannabis an andere weitergeben? Ich darf es eigentlich nicht weitergeben. Wenn es geprüft wird, dann denke ich, ist es okay. Nein, die Abgabe von Cannabis an Fremde, Freunde oder Familie ist verboten. Und wenn man mal einen Joint teilen möchte? Das klassische Weitergeben des Joints an den Freund wird letzten Endes auch jetzt dann dazu führen, dass das verboten ist und theoretisch auch strafrechtlich verfolgt werden kann. Es wird faktisch natürlich so sein, dass die Dinge weitergegeben werden, was auch wieder die Frage aufwirft, ob dieses Gesetz tatsächlich so sinnvoll ist und lebensnah die Situationen aus
der Kriminalität rausnimmt, die man eigentlich sinnvollerweise ausnehmen sollte. Was passiert eigentlich im Kopf beim Konsum von Cannabis? Macht Cannabis dumm? Ich denke, Cannabis macht nicht dumm. Ein bisschen, wenn man, keine Ahnung, zu viel nimmt. Tatsächlich beeinflusst vor allem die Häufigkeit die Wirkung aufs Gehirn. Ebenso wie lange der letzte Joint zurückliegt. Cannabis ist kurzzeitig so wirksam, dass es beispielsweise die Reaktionszeit vermindert, dass das Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt ist. Einige Studien sagen, wenn man 4 Wochen lang den Konsum ganz gestoppt hat, dann regeneriert sich das Gehirn wieder. Und andere Studien sagen, möglicherweise jemand, der sehr lang konsumiert hat, intensiv, dass der seine Intelligenz tatsächlich nicht wiedererlangt. Das gilt übrigens für den starken Konsum jedes Rauschmittels, auch von Alkohol. Trotz der Risiken ist die Pflanze seit 2017 als Medikament eingeschränkt erlaubt. Ändert sich hier etwas? Was ist mit Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen rauchen? Für sie wird es unkomplizierter. Cannabis ist ab nächster Woche kein Betäubungsmittel mehr, sodass ein normales Rezept vom Arzt für die Abholung in der Apotheke genügt. Apotheken müssen die Blüten nicht mehr im Tresor lagern. Und medizinische Hersteller dürfen größere Mengen anbauen als vorher. Widmen wir uns als nächstes dem Straßenverkehr. Hier ist die große Frage, wer kontrolliert das Ganze? Im Moment gilt bei Polizeikontrollen weiterhin, ab einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut drohen Bußgelder oder sogar ein Fahrverbot. Der Schnelltest sagt aber nur, ob konsumiert wurde. Nur ein Bluttest kann den genauen Wert bestimmen. Es fehlt also noch ein zuverlässiges Messgerät, das gleich den Cannabispegel anzeigt. Hier könnten sich die Regeln bald ändern. Und wie sieht es mit Kontrollen der privaten Anbaumengen aus? Die Kontrolle letzten Endes Ihres Anbaus zu Hause, das wird so natürlich nicht möglich sein, weil es keine Erlaubnis gibt, für irgendeine Behörde Ihre Privatwohnung zu betreten. Schulen und Cannabis-Clubs sollen durch gezielte Aufklärung helfen, dass sich alle an die neuen Regeln halten. Aber was, wenn nicht? Mit welchen Strafen müssen Regelbrecher rechnen? Wer die 50 Gramm beim Eigenbau um 5 Gramm überschreitet, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Auch der Verkauf an Minderjährige ist strafbar. Bis zu 5 Jahre Haft sind möglich. Der Konsum in Verbotszonen ist eine Ordnungswidrigkeit. Strafe zwischen 5 und 30.000 Euro. Anbau und Verkauf durch illegale Händler werden mit mindestens 2 Jahren Gefängnis härter bestraft als vorher. Es ist eben kein Freibrief zum laxen Umgang mit Cannabis oder mit anderen Betäubungsmitteln. Bleibt die Frage, wie das Gesetz ab 1.4. in der Realität funktionieren wird. Cannabis-Teillegalisierung und dann? Die es heimlich machen, werden es einfach jetzt öffentlich machen können. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die deutsche Bürokratie das auch irgendwie gar nicht so gut hinkriegt. Es läuft ja und es wird auch nicht aufhören zu laufen. Es wird halt nur anders laufen, wenn man es legalisiert. Die Ziele der Regierung, den Schwarzmarkt zurückdrängen und den Jugendschutz stärken. Nach 4 Jahren prüft ein unabhängiger Ausschuss der Bundesregierung, ob das auch passiert ist. Erst danach könnten bei weiteren Legalisierungsschritten auch große Cannabis-Unternehmen wie das von Finn Hensel stärker profitieren. Der Geschäftsführer hat schon viele Ideen, zum Beispiel für Nahrungsmittel, die Cannabis enthalten. Der Bereich Blüte ist natürlich der Hauptbereich, die Leute rauchen das, aber eben auch Gummibärchen und alles Mögliche, was dort quasi Konsum über den Magen ermöglicht, ist auch ein sehr, sehr großer Trend. Auch Getränke zum Beispiel wächst halt sehr, sehr stark in den USA. In Kanada sank der Anteil des Schwarzmarkts nach der Legalisierung um 75%. In Holland gelang das leider nicht. Es bleibt also abzuwarten, wie die Teillegalisierung in Deutschland funktioniert.